MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Top, die Wette gilt. Nachteil bei der höheren Geschwindigkeit ist, wir können zwar die Umgebung nicht mehr so schön beobachten wie vorher. Nein, was kommt da? Ach nö. Wir können das jetzt eh knicken mit der Geschwindigkeit, glaube ich. Wow. Ich glaube jetzt, dass die erste Zeit erstmal keine Raststätte mehr kommt. Wo wir jetzt schlafen könnten. Außer wir fahren kurz hier links runter. Auf den, aufs Bergwerk. Der Nomad ist doch drin. Ja, gut. Er schafft es einfach nur nicht. Pennen da ganz kurz. Weil so langsam wird es dann doch knapp. 52 Minuten. Ich glaube, die nächste... Ja, ist gut weit weg. Wir fahren jetzt hier raus. Und Richtung... ich glaube, da ist ein Steinbruch oder sowas. Genau. Und von diesem Steinbruch aus können wir dann schlafen gehen. Und danach fahren wir einfach gemütlich wieder zurück. Wenn wir dann hier wieder rauskommen, heißt das. Ich weiß, dass ich müde werde. Idioten. So, einmal Mittagspause, bitte. Baldur hat ein schönes Einkommen eingefahren, 3.120 Euro. Halt! So. Hallo? Wunderschön. So, auf den Weg zurück einmal. Oh weia. So, einmal nach oben hier. Oh weia, hä. Das ist eine Tortur. Und wir sind oben, wunderbar. Jetzt geht's hier nochmal ein Stück bergauf, war ja klar. Na los jetzt. Ey, ist doch nicht normal. Es geht doch. Hast du gut gemacht, Kleiner. Ach ja, und jetzt heißt es erstmal ein bisschen rollen lassen.
Oh, für die Aufgabe kriegen wir 59.000. Das ist ja was Schönes. Regen, 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 Regen. Ich kann ihn nicht mehr sehen, Leute. Ich schwör's euch. Lol, eine Fliege an meinem Mikrofon. Was ist das denn? Überfall der Fliegen, oder was? Übrigens, der neue Regenmod gibt's auch bei mir unter Skype. Einfach fragen und dann kriegt er ihn auch. Ich mach mal Fernlicht momentan an. Ist mir zwar gerade scheißegal, ob man die anderen damit stört. Ist einfach für mich, für die Orientierung ganz wichtig. Oh ja, wir müssen langsam fahren, weil da vorne der Tanklaster eh nur so wenig sieht. Genauso wenig wie wir. So. Wie wir nämlich sehen, sehen wir nichts. Das ist am Klatschen draußen, ey. Wahnsinn. Die Radarfalle, die jetzt kommt, die macht uns gar nichts aus, weil so schnell beschleunigen wir noch nicht mal. So, aber wenigstens sind wir wieder auf einer Autobahn unterwegs. Das ist das Ganze, was ich schön finde am ETS 2. Nicht nur Autobahn, sondern auch Landstraße. Das gab es im ersten Teil aber auch. Nur nicht so schön detailliert wie jetzt. Wieso wird es eigentlich hinter mir so arschdunkel? Also nicht hier im Spiel. Sondern hinter mir. Oh, es zieht zu draußen. Anscheinend kommt ein Gewitter in Aachen. Das wäre nochmal schön. Es ist schon lange her, dass ein ordentliches Gewitter Aachen erschüttert hat. Okay, das Plätschern, was ich jetzt höre, das ist mein Fischbecken. Ich dachte schon, es wäre schon ordentlich am Regen. Regen? Regnen. Herbert, also bitte. Regnen. Gucke. Nicht regnen. Der Sound im Spiel ist jetzt richtig geil. Also der Regenmod ist sowas von Hammer. Ich vermute mal, dass er von dem Modder so gesehen selbst aufgenommen wurde. Das heißt, draußen Regen, eine Autoscheibe. Und dann, wenn es gedonnert hat, hört man das dann auch. Und von außen halt auch. Okay, da hören wir mehr LKW als alles andere. Was geil wäre, so Pfützenbildung und dass halt Löcher im Boden sind, Schlaglöcher und so weiter. Das soll ja alles mit der neuen Map, die ich jetzt bald installieren werde, alles passieren. Schlaglöcher, Polizei, also der Rebuild von Europa. Wenn ich den Mod installiert habe, kann ich ihn euch natürlich dann auch gerne schicken oder ihr schaut dann auf meiner Webseite nach, dann sollte er mittlerweile eingetragen sein. So, ihr wollt bestimmt wissen, wann mein Livestream ist. Bin ich da korrekt informiert? Bestimmt. Am 8. Juni 2013 ist der Livestream. Gespielt wird unter anderem ETS 2, dann mit der neuen Map. Und einem größeren PS-Mod. Ich glaube, der wurde schon mal bei irgendeinem anderen vorgestellt. Ich weiß gerade nicht. Aber es kann sein, beim Frenkel, dass der auch mal da war. Ich habe keine Ahnung gerade. Ich glaube aber schon. Auf jeden Fall wird der präsentiert.
Unter anderem gibt es Minecraft Hunger Games. Wer da noch teilnehmen möchte, dann schreibt mir bitte eine Nachricht auf Skype. Wichtig ist, dass ihr einen Premium-Account habt in Minecraft und Spaß am Bauen habt und nicht nur wegen dem Event online kommt, weil dafür ist der Server nicht gedacht. Ich möchte dafür nochmal danken an den Sponsor. Den Sponsor findet ihr auch auf meiner Webseite, der uns den Server dazu zur Verfügung stellt. Und ich hoffe einfach nur, dass es mega geil wird. Und ja, unter anderem dann auch noch, ich glaube, was habe ich noch alles geplant? Bin mir gerade nicht genau sicher. Aber es kommt einiges, Minigames, wo auch die Community mitmachen kann, zum Beispiel Minigolf, ein paar Runden und so weiter. Also es wird einiges kommen und ich hoffe, ihr freut euch genauso sehr wie ich darauf. Und ja, wie gesagt, 8. Juni ist ein Samstagabend. Um 18 Uhr fängt das Ganze an. Ich sehe nichts mehr. Und ich hoffe einfach, dass wir uns alle da sehen. Ich hoffe, dass wesentlich mehr online kommen als sonst. Und ja, vielleicht zocke ich als nächstes hier auf meinem Kanal nach Bioshock übrigens Metro 2033 Last Night oder Metro Last Night, glaube ich, heißt das. Aber im Ranger-Modus, nicht so wie die ganzen Muschis mit Huts und so, das ist langweilig. Nein, wenn im Ranger-Modus, falls ihr Interesse an einem Let's Play habt, wäre cool, wenn ihr in den Kommentaren reinschreibt, ja, wir wollen dieses Let's Play haben. Und wie gesagt, das startet dann kurz nach Bioshock. So, wir ziehen mal hier komplett rüber. Ich hoffe, dass da keiner ist. Ich habe nämlich gerade nicht nachgeguckt. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass da keiner ist. So, es sieht immer noch nach Autobahn aus. Boah, da hinten sieht man ja mal nix. Ach ja. Ich habe mal einen anderen Gang eingelegt. Ist ein bisschen angenehmer für die Ohren. Der Donner jetzt im Spiel? Ist doof, wenn man Kopfhörer anhat. Jo, jetzt habe ich die Kopfhörer ausgezogen und es ist tatsächlich im Spiel, aber ich muss die auch wieder anziehen. So. Und dafür hat sich die gerade angeboten. Gerade angeboten. Oh Mann. Hier können wir ja mit Fernlicht fahren. Hier stört es, glaube ich, niemanden, dass wir es mal ein bisschen anhaben. Mich interessiert halt schon, was da in der nächsten Kurve auf uns wartet. Radarkontrollen erwarten uns hier. Ich gehe mal ein bisschen auf die Bremse. So, hat sich das erledigt. Die Radarkontrolle haben wir passiert. So, mal ein bisschen trinken hier. Boah, das Gewitter ist so geil. Also, der neue Soundmod hier für den ETS 2 ist einfach der Hammer. Es ist einfach brachial geil. Es gibt im Spiel den letzten Schliff. Was geil wäre, ich weiß nicht, ob die Texturen schon HD-auflösend sind, hier die Bodentexturen und so. Vielleicht da noch, wenn es einen gibt, der gut modden kann unter meinen Zuschauern oder einen kennt, der ein genialer Modder ist. Ich bitte darum, Leute, wenn es möglich ist, eine bessere Straßentextur hinzubekommen. Das wäre der Hammer. Oder ihr habt vielleicht schon einen Mod dafür, der das Ganze verbessert. Schickt ihn mir. Oh, und das Gewitter geht weiter. Hört sich wahrscheinlich schlimmer an, als es ist. Ich habe mir übrigens jetzt noch eine größere Festplatte geholt. Wir sind mittlerweile bei 3 Terabyte angekommen für unsere YouTube-Aufnahmen.
Und ich glaube, mit 3 Terabyte komme ich ein bisschen länger aus als nur mit 2. Die 3 Terabyte waren, die 2 Terabyte waren sehr flott voll. Das sind halt 4 Stunden Aufnahmen im Schnitt circa. Da ich aber viel Zitika aufnehme, was übrigens die Tage wahrscheinlich nicht kommen kann, weil ich noch keinen spontanen Mod gefunden habe, der mir sehr gut gefällt. Ihr braucht übrigens Mod-Vorschläge nicht in die Kommentare immer reinzuschreiben bei Citycar, weil es bringt nichts. Ich installiere das Ganze mit einem Mod-Installer, dann funktioniert es zu 100% und es dauert halt ein bisschen, bis die nachgereicht werden mit diesem Installer. Also einfach abwarten, was kommt, und ja, bis jetzt war eh der BMW M5 F10 ziemlich geil. Also da war wirklich Spitzenklasse Arbeit. Blink, 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 blink. So, Leute, aber wie es weitergeht, sehen wir natürlich wie immer in den nächsten Parts. Mein Name ist Herbert von GamerTV. Ich danke fürs Zusehen. Bleibt wie ihr seid und Tschüssikowski.